Danke, ciao. Er steht schon bereit. Wer sind AJ und Peewee? Wir waren AJ und Peewee auf dem roten Teppich. Was? Nein. Semperopernball. Echt? Krass. Oh mein Gott. Das heißt, da waren zwei Typen auf dem roten Teppich vom Semperopernball, die es gar nicht gibt? Huch. Was? Sind wir jetzt nur selber auf die Idee gekommen? Ja, natürlich sind wir selber auf die Idee gekommen. Okay. Ich hab mir was überlegt. Passt auf, das wird so geil. Paul, wo bist du schon wieder gewesen? Ey, Alter. Warum hast du Instagram? Ja, du kannst mal pünktlich kommen. Ich wollte eine Story machen. Alter, wir sind seit einer Viertelstunde hier. Ich hab voll die Idee. Ich bin schon voll im Flow, ja? Es geht ja hier auch ein bisschen um deine Sachen, ne? Ja, ich wollte doch nur, ich hab doch noch eine Story. Zurück zur Story. Ihr wisst, hier ist die Semperoper, ja? Ihr wisst Bescheid. Und hört ihr mir zu? Ich bin ja, wir sind bei dir. Wir sind bei dir. Seid ihr wirklich hier? Müssen wir nicht verkabelt werden? Das sind Cheerleader. Ihr zwei im roten Glitzeranzug werdet über den roten Teppich laufen. Hier, der rote Teppich. Nochmal zur Veranschaulichung. Hier ist der rote Teppich. Ihr kommt hier mit der Limousine. Ihr werdet hier aussteigen. Hier, an dieser Stelle. Da steigt ihr unbedingt aus. Ihr werdet da aussteigen. Und ihr steigt hier aus. Und dann werden die, wenn ihr hier auf den roten Teppich geht, hier auf den roten Teppich, da, da werden euch die Cheerleader anfeuern. Sie werden mega laut schreien, sie werden euren Namen rufen. Und ihr geht hier weiter und dann stehen hier noch mehr Cheerleader. Und dann geht ihr einfach in die Semperoper und feiert Party. Ohne Ticket oder was? Ja, na klar, ohne Ticket. Was denkt ihr denn? Hallo, man braucht doch kein Ticket, um da reinzukommen. Hier, ihr steht drauf. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Peewee und AJ. Ja, sind wir AJ und Peewee. Du siehst aus wie ein Peewee, aber ach so, weil uns keine Sau kennt, ne? Genau. Gut, dass du sagst. Vielen Dank. Hier, schau es dir an. Was ist das jetzt? Autogrammkarten. Ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig durchdacht ist. Es ist total durchdacht. Ich weiß überhaupt nicht, was euer Gibt es mal abgesehen von dieser Kritzelei da noch einen anderen Plan dazu? Ja, selbstverständlich. Bevor wir diese Kritzelei hatten, haben wir diesen Plan gemacht. Ja, scheint irgendwie einleuchtend zu sein, der Plan. Aber finde ich gut. Wenn ich mir das jetzt so angucke, macht das schon Sinn, so mit dem Auto da an der Seite und irgendwie... Ihr geht da durch. Ihr werdet das Ding rocken. Ihr werdet so geil sein. Ich sehe es. Ich habe diese Vision vor meinem Auge. Die Glitzeranzüge, die Cheerleader, die Autogrammkarten. Es wird so geil, Leute. Ja, und dann haben wir uns die Frage gestellt, was braucht man alles, wenn dich keine Sau kennt, aber du auf dem roten Teppich willst? Nummer 1. Cheerleader. Nummer 2. Eine Limousine. Nummer 3. Ein fettes Kamerateam. Nummer 4. Ein böse aussehenden Bodyguard. Sie dürfen nicht in Kamera filmen, Sie begehen eine Straftat. Filmen Sie mir nicht ins Gesicht. Ich bin mir doch vor der Kamera gelaufen. Und Nummer 5. Richtig geile, glitzernde Anzüge. Die kamen von Edelmann. Ja, so ist ja, Edelmann so ist ja eigentlich falsch. Die heißen ja von Edelmann, denn es ist ja von Edelmann. Von Edelmann. Ihr seht aber schon verdammt geil aus, ne Jungs? Ja, schon, oder? Also gerade so in Kombination, also nee, so funktioniert es nicht. Guck mal, das ist, wir müssen hier, da wird das ein bisschen verdecken. Hol noch mein Zeug aus der Kabine. Naja. Das wäre das richtige Zeichen. Ne? Das war ja auch so, am Anfang ging es eigentlich noch, da fanden wir das alles total lustig. Und je näher dieses Event kam, muss ich ganz offen gestehen, war ich auch irgendwann nervös. Bisschen nervös, ne? Ich muss auch sagen, dass ich ziemlich nervös bin. Wir sind auf dem Weg zu einer ganz wichtigen Veranstaltung, haben eine ganz elementar wichtige Mission. Ja, wir sind nervös, ihr solltet es auch sein. Ihr solltet es auch sein, ja. Auf jeden Fall, wir sind auch gleich da. Oh je. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Polizei. Die Cops sind im Spiel. Wir haben euch versprochen, dass wir abgehen. Ja. Wir gehen ab. Wir gehen auch ab. Niveauvoll. 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 Das sagen. Stimmt. Danke, ciao. Er steht schon bereit. Das klappt, ja. Die Anspannung war echt, meine Hände waren so ungefähr, wo wir dort ausgestiegen sind. Und es war einfach, die Fans haben einfach, also Fans haben einfach geschrien, was das Zeug hält. Echt, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war echt, das war krass.
vielleicht einmal mit etwas lauterer Stimme nach dem Befinden der Menschen auf dem Platz gefragt. Wie ist denn die Stimmung? Ja. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir das da irgendwie ausgekostet, dass die alle auf uns reinfallen. Sowas würden wir nie tun. Wir müssen eigentlich dahinter, ja? Wir müssen überlegen, auf wie viele Speicherkarten jetzt unsere Fratzen zu sehen sind. Und niemand weiß, wer das eigentlich ist. Pibi! Pibi, komm! Pibi, komm! Also wir waren ja auf dem roten Teppich einfach nach einer gewissen Zeit so begehrt, dass wirklich jeder von uns ein Foto wollte, jeder von uns ein Interview, außer die Mareile. Und... Sie stand ja da und hat die ganzen Interviews gemacht mit den angeblich so wichtigen Leuten, ja. Und wir mussten halt warten, weil irgendwie noch so ein komischer Fürst da gekommen ist, keine Ahnung, wer das war. Und du hast sie irgendwann gefragt, hey, wie sieht's denn jetzt aus? Können wir jetzt auch mal? Sind wir jetzt endlich mal dran? Nein, nein, da kommt leider noch der Fürst. Du, bitte? Ich verständnis nur so, wer kommt? Wir sind dran. Nee, wir haben noch leider vorher den Fürst. Bitte? Jetzt noch nicht. Doch, wir haben Zeit. Wir sind da. Okay, alles wir gut. Haben Zeit. Alles okay, gut. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ja, hallo. Hallöchen. Vielen Dank. Hallo. Das wievielte Mal ist es denn für euch hier? Das ist das erste Mal. Ist das. Tatsächlich das erste Mal. Ja. Tatsächlich das erste Mal. Ja. Und die Mädels kreischen, wenn sie euch sehen. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Nein. Nein, nein, nein. Wirklich? Nein. Wir haben unsere Fanbase eigentlich in Österreich. Okay. Und dass heute so viele da sind, die uns kennen, überrascht uns selber. Das ist sehr schön. Wir wussten gar nicht, wir haben vorhin noch einen kurzen Post gemacht und dass so viele kommen, hätten wir nicht mitgerechnet. Das ist ja, toll. Tatsächlich. Also dann alle mit dem Hintergrund sind, wir stehen ja alle noch da, das ist phänomenal. Nein, 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 die winken nicht euch. Die winken nicht euch, die winken AJ und Bibi. Auch an Stefanie Hertel wollte ich mich auch noch mal entschuldigen, weil sie dann dachte, als sie im MDR-Interview war, dass die Leute ihr zujubeln. Ja, hast du das gesehen? Sie dreht sich rum und war so, ah, ja, ja, aber eigentlich war galt das LJMP. Ja. Oh, noch mal alle bitte! Ja, warte, komm hier. Ja, geil! Ja, die Stimmung ist super, oder? Die Stimmung ist richtig super. Also wir haben ja richtig geile Kontakte auf dem roten Teppich geknüpft. Ja, guck mal, unsere Bundesverteidigungsministerin, die Ursula von der Leyen, die hätte sich gefreut. Müssen wir dann schon nochmal mit hin? Du hast Jean Todt getroffen. Andreas Gabalier. Der Herr Kretschmer, der freut sich natürlich auch immer, wenn er AJ und Peewee mit reinnehmen kann. Herr Kretschmer, grüße Sie, guten Abend. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Die Dame eigentlich zuerst. Ja. Na ja. Grüße Sie. Hallo. Hallo. Und dann war noch eine ganz coole Aktion, fand ich vom Tom richtig cool, war ziemlich spontan auch. Ja, da war eine Dame, eine Autogrammjägerin, ganz, ganz vorne stand sie und Prinz Albert war halt gerade da und war da im Interview und sie wollte unbedingt ein Autogramm haben. Fürst Albert, ja? Fürst Albert, wie heißen Sie? Ich bringe Sie wieder. Einfach, dass er einfach reinsteigen. Mach schnell, mach schnell. Bitte, bitte, bitte. Schauen wir mal, ob das klappt, ob man auch fremde Interviews kriegt hier. Und dann sind wir damit hin und dann hieß es plötzlich, ja, aber da kommt man ganz schwer ran, weil Fürst Albert. Aha. Ja, ja, und freut sich unglaublich sehr. Und ich freue mich auch. Ich danke Ihnen vielmals. Einen schönen Abend. Dankeschön. Bitte schön, er ist schon reingegangen. Versuchen Sie sich hier mal ein bisschen mit reinzuteilen. Das wäre fantastisch. Dankeschön. Alles gut? Wunderbar. Naja, also Tom, der wurde ja dann dort richtig auch angekackt vom MDR. Und wir haben versucht, da nett entgegenzuwirken und zu sagen, wir sind als AJ und Peewee da und das ist unser Kameramann. Ja, wir drehen nur für uns selber. Das ist nicht erlaubt, Jungs. Wer seid ihr? Und das musst du dir mal überlegen. Wir wurden ja weggeschickt vom MDR, nicht weil wir da hätten gar nicht sein dürfen, weil uns keine Sau kennt, sondern einfach nur, weil wir unsere eigene Kamera dabei hatten. Diese Kamera geht da auch nicht rein. Wir sind als AJ und Peewee da. Und AJ und Peewee ist was? Wir als AJ und Peewee. Wir haben keine Dreherlaubnis. Nein, wir müssen dahinter. Alles gut. Okay. Dann gehen wir dahinter. Wir sind von da gekommen. Nein, alles gut.
Mensch, ihr hättet uns wegschicken können, weil wir ohne Genehmigung auf dem roten Teppich sind. Ihr hättet uns wegschicken können, weil wir da grundprinzipiell einfach nichts verloren hätten. Aber man hat uns weggeschickt, nicht weil uns keine Sau kannte. Nein, man hat uns weggeschickt, weil wir einfach selber gedreht haben. Das hätten wir nicht tun dürfen. Wir sollten verschwinden. Ja? Sollten wir verschwinden? Ja, wir sollten verschwinden. Das ist soweit. Das ist der Moment, wo wir verschwinden sollten. Dann am Höhepunkt soll man gehen, ne? Wenn es schön wird, muss man dann gehen. Ja, dann. Gut. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, an die ganzen zahlreichen Cheerleader, an Edelmann von Edelmann, die uns die geilen Anzüge gemacht haben und natürlich an Marcel, unseren Bodyguard. Ja, vor allen Dingen auch an Tino, unseren Kameramann, der die ganze Zeit so ein 3000 Kilo Rig mit über den roten Teppich schleifen musste. Und auch danke an den MDR, dass ihr erst so spät mitgekriegt habt, dass wir auch da sind.